Maxi Kleber rückt zurück in den Kader der deutschen Nationalmannschaft zu Spiel Nummer 2 des Supercups, wo unter anderem er hier wartet, Tomas Satoranski von den Chicago Bulls. Ein ganz toughes Matchup auf der Point Guard Position. Dennis Schröder hier mit dem Ballverlust holt sich das Spielgerät dann aber wieder zurück mit dem Spin und dem Auge für Daniel Theiss. Diese Kombi hatte bereits in Spiel 1 gegen Ungarn hervorragend funktioniert. Und auch hier findet der Point Guard von den Oklahoma City Thunder wieder den Center von den Boston Celtics. Tschechien am Anfang mit viel Zug in Richtung Korb und dann der Putback von Balvin, Ex-Bayern München Center. Dreierversuch. Und dann der Rebound von Daniel Theiss. Und die Deutschen immer mit viel Tempo im Fastbreak. Und Dennis Schröder, Heatcheck. Das war bereits sein vierter in Folge getroffener Wurf. 10 Punkte im ersten Viertel. Und wieder das Auge für Daniel Theiss. Die beiden Braunschweiger mit extrem guter Chemie. Dieser Lob, eins der absoluten Highlights in dieser Partie. Und darüber unterhalten sie sich dann auch nochmal in der Viertelpause. Dieses Duo wirklich sehr vielversprechend für die deutsche Nationalmannschaft. Auf der Gegenseite die Tschechen mit Ruban von der Dreierlinie. Im ersten Spiel gegen die Polen hatte der noch 26 Punkte erzielt. Theiss auch defensiv sehr aktiv. Und dann Schröder mit dem Pass in der Gegenbewegung für Paul Zipser, der den Edel vollendet. An beiden Enden Daniel Theiss heute sehr, sehr auffällig. Und das ist dann natürlich ein einfach zu erledigender Job für den Rückkehrer zum FC Bayern Basketball. Dann zum Ende der ersten Halbzeit die Deutschen so ein bisschen unaufmerksam. 16 Punkte vor, aber lassen dann immer wieder tiefe Penetration in der Mitte zu, wie hier dieses End-One. Zum Ende der ersten Halbzeit sind sie nicht ganz zufrieden mit ihrer Leistung. Drehen dann aber wieder auf. Dennis Schröder mit dem Pass in die Mitte und da ist er mal. Maxi Kleber, lange nicht so auffällig wie Daniel Theiss, dennoch mit einem soliden Spiel, 7 Punkte, 4 Rebounds für den Mann von den Dallas Mavericks. Maodolo mit Zug zum Korb, raus an die Dreierlinie und Achtung, Paul Zipser kommt geflogen. Spektakulärer Dank, weil da gleich 3 Männer in Blau falsch positioniert sind, hat er den Weg zum Korb. 12 Punkte die Führung für die deutsche Nationalmannschaft. Tschechien in der Offensive mit dem Putback, weil sie in einigen Phasen dann engagiert waren am offensiven Brett. Wieder Ruban mit den Punkten, 9 insgesamt für den Flügelspieler. Schröder mit dem Stil von hinten und die Deutschen jetzt vor allen Dingen in der Defensive extrem solide, nutzen das dann auch in solchen Fastbreak-Gelegenheiten aus. Die Führung bei 20 Punkten nach 3 Vierteln. Dennoch Henrik Rödel nach wie vor mit taktischen Anweisungen an sein Team. Dann war es eine Highlight-Show von Daniel Theiss im letzten Viertel. Hier bekommt er den Ball klasse aus der Mitte per Alley-oop-Pass serviert von Joe Vogtmann. Aber einen hat Daniel Theiss zum Schluss noch im Köcher. Spiel längst entschieden und dann Schröder auf Theiss und der druckt sein eigenes Poster. 17 Punkte, 6 Rebounds für den Center. Hervorragend auch angespielt vom Topscorer Dennis Schröder, der mit 21 und 7. Und Theiss dann auch im Interview happy. Ja, ich denke, dass so zwischendurch sind immer mal Phasen, wo wir da ein bisschen locker lassen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir jetzt, ich meine, wieder unter 70 Punkte rein. Das macht uns so stark in der Verteidigung, wenn wir ganz groß gehen. Wir können klein gehen, wir können groß gehen. Also ich glaube, das ist einfach so, was uns so vielseitig macht in der Verteidigung. Jeder Große kann jeden Kleinen vor sich halten. Und ich glaube, wenn wir so spielen wie heute, einfach auch jedes hart, das ganze Spiel überall zu schwer anzuschlagen. Vielversprechend also die Aussichten für die deutsche Nationalmannschaft. 87 zu 68, deutlicher Erfolg gegen Tschechien.